Guten Tag und herzlich willkommen zurück zur zweiten Staffel von The Wandering Village. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Onbu ist ziemlich müde, sehe ich gerade. 53% Müdigkeit, 18% Hunger. 53% ist ziemlich problematisch, aber hier kann er sich jederzeit irgendwo hinlegen. Das sollte kein Problem sein. So, dann gucken wir mal, was wir als nächstes bauen können. Wir haben hier jetzt schon einmal ein weiteres Silo. Sprich, wir können, beziehungsweise das erste Silo, wir können endlich Nahrung lagern. Das ist sehr gut. Wie sieht es aus in der Forschung? Forschungsgebäude, zwei Menschen sitzen dort drin. Das sollte auch nach Möglichkeit dabei bleiben. Wir ziehen hier einfach mal einen Weg durch. Hier ganz genauso. Einfach um schon mal in die verschiedenen Himmelsrichtungen gehen zu können. So, dann lass uns mal einmal kurz gucken. Wie sieht es denn aus? Küche sind wir bei 25%. 26% gleich, hoffentlich. Okay, das dauert natürlich eine ganze Weile. Okay, das ist aber kein Problem. Wir können natürlich die Effizienz unserer Bewohner, unserer Nomaden, können wir natürlich jederzeit erhöhen. Nicht jederzeit, aber können wir erhöhen, indem wir hier im Forschungsbau Gartenbau erforschen. Und ich glaube, das sollten wir auch mal, das ist für uns hier nämlich neu auf diesem Kanal. Wir haben das in der ersten Staffel, gab es das noch nicht. Gartenbau, Bildhauerei und Kunsthandwerk und so weiter und so fort, das hatten wir alles noch nicht. Das werden wir früher oder später auch in Angriff nehmen, denn ich denke, das ist ja nicht nur Deko, sondern das ist natürlich auch, hier, das wird mit Sicherheit der Glücklichkeit zugute kommen. Ne? Und die Produktivität steigt ja, je glücklicher sie sind. Heißt, sie arbeiten dann noch insgesamt schneller. So, dann müssen wir aber erstmal gucken, ob wir hier eventuell irgendwo noch was bauen können, was uns ein bisschen was bringt. Einen Bauernhof haben wir. Luftbrunnen haben wir soweit auch. Wasser wird hier hoffentlich, ja, Wasser wird langsam hier gelagert. Da kann noch was anderes gelagert werden. Ach, Salzwasser kann ja auch gelagert werden. Interessant. Auch wieder ein Hinweis auf das aktuelle Update. Ressourcen aber nur nichts. Verarbeitete Ressourcen. Zimmermann und Steinmetz. Für den Zimmermann benötigen wir natürlich Holz. Wir werden einfach mal den Zimmermann, den setzen wir uns einfach mal hier hin. Ja, den werden wir mal hier hinsetzen. Und den Steinmetz würde ich vorschlagen, den setzen wir hier auf diese Seite. In etwa hier. Ja, setzen wir den mal hier so hin. Wobei, vielleicht auch nicht. Warte mal. Brechen wir nochmal ab. Hier setzen wir den mal hin. So. Dann haben wir noch den Mykologen. Der pflanzt Pilze an. Den brauchen wir auch ganz dringend, damit wir ein bisschen Futter für Onbu zusammensammeln können. Den setzen wir uns einfach mal. Ja, ich würde sagen, hier direkt so ran, oder? Können wir ganz gut den Platz hier nutzen. So, wunderbar. Dann einmal die Wege. Zack, einmal bis nach hier durch. Und dann könnten wir hier theoretisch so nach oben gehen. Hier müssen wir auch noch ein paar Gebäude bauen. Und dann würde ich, schlage ich vor, dass wir hier einmal so quer durchgehen. So. Wunderbar. Was fehlt? Es fehlt Holz und Stein. Holz haben wir 77, Stein haben wir nichts mehr, aber im Auftrag sind hier einige Steine. Ja, da müssen wir mal gucken. Arbeiterposten. Zwei Leute haben wir hier drin. Wie viele haben wir denn da? Ah, okay, das war's auch schon. Okay. Wir sind jetzt also voll beschäftigt, wie es aussieht. Arbeitslos und zwei? Zwei sind noch arbeitslos? Kann doch gar nicht sein. Ah, guck mal, da kommen noch welche. Jetzt sind es keine mehr. Okay, jetzt ist niemand mehr arbeitslos. Alle sind beschäftigt.
Das ist doch ganz gut, hoffe ich zumindest. Was haben wir hier? Prioritätswerkzeug. Achso, ja, klar. Da haben wir Deaktivierungswerkzeug. Ja, nochmal auf den neuesten Stand bringen. Onbu-Futter müssen wir uns auf jeden Fall herstellen. Hier den Mykologen. Den brauchen wir. Damit wir da schon mal ein bisschen vorarbeiten können. Sprich, wenn dann irgendwann es uns möglich sein wird, Onbu zu füttern, dann haben wir auch schon einiges an Futter auf Lager. So hoffe ich. Forschungsgebäude. Wir sind bei 97%. Küche. Die Küche können wir dann bauen. Das ist sehr gut. Die werden wir uns auch gleich mal bauen. Die setzen wir dann hier irgendwann, würde ich sagen. So. Küche ist gebaut. Die Küche setzen wir uns. Platzieren wir uns einmal hier, würde ich sagen. Ja. Setzen wir uns die Küche einmal hin. Was brauchen wir wieder? Ach, dafür brauchen wir jetzt schon Holzbretter. Ja, okay. Dann müssen wir jetzt erstmal natürlich den Zimmermann und den Steinmetz müssen wir uns jetzt hier erstmal hochziehen, damit wir Holzbretter und Steinplatten haben. Dann würde ich doch einfach mal sagen, wir priorisieren hier einmal ein bisschen. Dann gibt es nämlich sehr bald leckeres Futter für unsere Nomaden. So, die Feldgröße, würde ich sagen, die passt doch hier ganz gut. Bin ich sehr zufrieden mit dem Layout. Schöner wäre es natürlich, wenn ich die hier noch nach oben setzen würde. Das werden wir auch noch machen. Das werden wir auch noch tun. Wir sind hier bei 80% Effizienz. Das ist auch ganz in Ordnung. Hier wachsen ja auch nach und nach ein paar Beerensträucher nach. Keine Vergiftung, feucht ist es. Onbu hat sich pennen gelegt. Ach, hier kann Onbu futtern. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Dann haben wir da auch keine Probleme mehr. So, hier wird fröhlich gebaut. Hier wird getan und gemacht. Das funktioniert alles soweit. Bauernhöfe brauchen wir da mehr von? Ich denke jetzt aktuell eher nicht. Wir könnten natürlich hier unten nochmal das gleiche bauen. Wie hier, nur spiegelverkehrt. Und natürlich ein Stückchen nach links versetzt. Wobei, hier sind ein paar von den Stacheln. Vielleicht sollten wir hier nochmal so einen Bauernhof. So eine Bauernhof-Ecke bauen. Ich würde sagen, die reservieren wir uns tatsächlich auch. Können wir eigentlich einfach mal kurz testen? Können wir... Kann ich jetzt hier zum Beispiel einen Wassertank in Auftrag geben, das dann aber pausieren oder so? Deaktivieren. Kann ich das? Das ist gut. Das würde ich nämlich ganz gerne machen. Da würde ich dann nämlich hier wieder den Luftbrunnen hinsetzen. Können wir diesmal auch andersrum machen. Machen wir mal so. Ach, den können wir nicht deaktivieren. Ach, jetzt. Okay, da musste erstmal was weggehauen werden. So, dann bauen wir uns hier den Bauernhof wieder hin. Und dann bauen wir uns direkt noch einen Bauernhof daneben. Dann bauen wir uns wieder hier einen Luftbrunnen. Zack. Und dann noch einmal hier den Wassertank. So. Ihr tut und macht. Was ihr allerdings witzigerweise nicht macht, ist hier den Stein wegholen. Hier deaktivieren wir erstmal. Brauchen wir alles nicht. Ist erstmal ein bisschen viel. Hier auch nochmal deaktivieren. Und hier auch nochmal deaktivieren. Und da sehe ich schon. Wieder einen Fehler gemacht. Abbrechen. Wassertank. Direkt daneben natürlich. So, einmal deaktiviert das Ganze. Brauchen wir eben noch nicht. Werden wir dann später nutzen. Steine fehlen uns. Wieso sammelt ihr keine Steine? Ich würde sagen, wir setzen mal die Priorität hier von den Steinen ein bisschen höher, ne? Freunde. Ihr dürft gerne die Steine sammeln. So, da flitzen sie auch direkt los. Ist aber auch ganz schön, wenn man, ne, sich da selbst so ein bisschen drum kümmern muss, ne? Zersetzung. Okay, dann können wir die hier einmal mitnehmen. Oha. Können wir die Prio hier schnell noch hochsetzen? Kommt da vielleicht noch jemand rechtzeitig? Pilze sollten wir natürlich jetzt auch immer ausreichend schnell lagern. Beziehungsweise schnell ernten, wenn wir welche sehen, damit wir da schon mal ein paar
auf der hohen Kante haben. Guck mal, die kriegen doch die gesamten Felder hier dicht, ne? Wahnsinn. Gut, hier sind aber auch sehr viele drin. Ja, ich glaube, hier können wir mal einen rausnehmen. Nehmen wir mal hier einen raus. Und noch einen. Dann können die nämlich hier reinflitzen. Ganz genau so. Und dann können wir hier auch direkt einen reinsetzen. So, einmal hier. Und ein paar Steinchen mitnehmen. Hier einmal nur die Steinchen. So. Onbu ist aufgewacht. Mykologe wurde errichtet. Onbu wird gleich erstmal lecker was futtern. So, dann müssen wir hier mal jemanden reinsetzen. Wobei, da ist eine Person ist drin. Wir brauchen jetzt allerdings natürlich noch hier ein Feld. Gucken wir mal, ob das vielleicht sogar schon reicht. Ah, die können wir noch nicht ernten. Achso, die sind schon geerntet. Den hier können wir aber ernten. So, hier sind zu wenig Leute angeblich drin, ne? Nicht nur angeblich, hier sind zu wenig Leute drin. Und hier fehlt uns... Ja, wir haben keinen Platz mehr zum Anpflanzen. Dann haben sie es tatsächlich hier hinbekommen, ne? Das hätte ich echt nicht... Das hätte ich nicht gedacht. So, Onbu futtert erstmal ein bisschen, das ist sehr gut. Hunger geht nach unten, Müdigkeit geht nach oben, ist ja klar. Wir könnten also hier nochmal zwei einen rausnehmen. So machen wir das mal, weil die haben ja momentan hier eh nichts zu tun und wir haben auch viel zu viel Futter aktuell, ne? Viel zu viel Futter. Aber das ist nicht so schlimm, besser zu viel als zu wenig. Ja, hier sind wir auch schon voll. Wir könnten natürlich jetzt noch mehr von denen hier bauen. Ich würde sagen, hier kommt noch eine Küche daneben. Was haben wir hier? Ach, den Dorfarzt können wir mittlerweile schon bauen. Das ist gut. Den Dorfarzt setzen wir uns... Wo setzen wir uns den Dorfarzt denn hier am besten hin? Den Dorfarzt setzen wir uns auch mal hier dazu, oder? Hier oben würde er natürlich auch ganz gut hinpassen, aber da ist er soweit. Lass uns mal den Dorfarzt tatsächlich hier hinsetzen. Ja, Dorfarzt hier. Und dann werden wir hier unten noch einen Bauernhof platzieren. Können wir hier jetzt... Nee, wir können noch nichts Neues anbauen. Aber hier unten hätte ich ganz gerne noch einen Bauernhof. Der kann uns dann nämlich herrlichste Kräuter anbauen. Hoffe ich, dass das funktioniert. Setzen wir den einfach mal so hier hin. Und wir haben auch die Kundschaft der Hütte erforscht. Forschung. Können wir den Forschungsbaum auch hier... Hier ist der Forschungsbaum. Das ist die Taste T. Dann können wir die Hütten, das Lagerhaus können wir bauen. Großer Topf. Ressourcenkosten der Produktion in diesem Gebäude steigen um plus 1, aber die Produktionsgeschwindigkeit ist um 100% erhöht. Gewürzregal. Ressourcen... Erträge der Produktion in diesem Gebäude steigen um plus 1, aber die Produktionsgeschwindigkeit ist um 50% reduziert. Produktion plus 1. Kosten plus 1. Produktionsgeschwindigkeit ist um 50% langsamer. Hier ist sie um 100% höher. Also wenn wir beides machen, dann ist die Produktionsgeschwindigkeit letzten Endes, ich nehme mal an, hier werden 50, die Hälfte wird abgezogen und hier ist es doppelt so schnell, heißt wir sind dann wieder bei plus minus null. In diesem Gebäude steigen Ressourcenerträge plus 1 und die Kosten sind auch plus 1.
Also, das gleicht sich im Grunde genommen aus. Hä? Warte mal. Habe ich einen Denkfehler hier? Ressourcenerträge der Produktion in diesem Gebäude steigen um 1. Also, wir haben ein... Okay, ja, nee. Wir produzieren dann mehr. Letzten Endes, wenn wir beides erforschen. Es kostet mehr. Es kostet mehr. Kann man nur 1 auswählen? Es kostet mehr, aber wir bekommen 1 mehr bei der gleichen Produktionsgeschwindigkeit. Essensstand. Bietet Essen für Dorfbewohner in entlegenen Gebieten. Dekontaminator, den brauchen wir auf jeden Fall auch. Landwirtschaft. Kaktusanbau wird erforscht. Felstrompeter. Ein Pilz, der Salz zum Wachsen benötigt, wird hart wie Fels und kann geerntet werden, um Stein zu erhalten. Das ist ja auch ganz nett. Ressourcen. Zimmermann. Sägewerk. Steinbruch. Mistsammler. Meerwassersammler. Bauernhof. Landarbeiter. Erhöht die maximale Anzahl. Erhöht Erträge alle von diesem Gebäude produzierten Ackerpflanzen um plus 1, aber setzt Kompost voraus, um sie zu pflanzen. Okay, das lassen wir erstmal. Wir haben nämlich noch keinen Kompost. Ambulanz. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit der in diesem Gebäude angestellten Arbeiter um 50%. Das nehmen wir auf jeden Fall einmal mit. Placebo. In diesem Gebäude angestellte Ärzte können Patienten auch ohne Kräuter behandeln, jedoch besteht eine 20%ige Chance, dass der Patient stirbt. Okay, das ist aber eigentlich, also normalerweise, wenn ich ein paar Zuckerkügelchen nehme, dann sterbe ich ja jetzt nicht unbedingt. Ja. Wir nehmen die Hütte mal noch mit. Wir nehmen das Lagerhaus auch noch mit. Einfach damit alles erforscht wird, ne? Das, hier bin ich mir nicht so sicher, weil das sind ja endgültige Sachen, ne? Also die werden dann sofort angewendet. Ich glaube, die können wir... Bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir die dann aktivieren oder werden die... Gilt das dann für jeden Bauernhof? Falls es jemand von euch weiß, könnt ihr das ja gerne einmal... berichten. Wobei, verbesserter Trichter erhöht Produktionsgeschwindigkeit dieses Gebäudes um 100% und Inventargröße um 50. Wir nehmen das einfach mal mit und gucken uns das an. Dieses Gebäude arbeitet automatisch, aber Produktionsgeschwindigkeit ist um minus 25 reduziert. Das ist aber schon ganz schön gut, muss ich sagen. Wir werden mal beides erforschen und gucken uns dann an, ob das automatisch angewendet wird. Auf jeden. Luftbrunnen. Das schauen wir uns an. So, hier sitzt jemand drin, ne? Ja, hier wird fröhlich produziert. Das ist gut. Holzbretter haben wir schon mal ein paar. Hier ist aber niemand drin. Das wiederum ist schlecht. Heißt, wir werden irgendwo noch jemanden rausziehen. Jetzt ziehen wir hier einen raus und setzen den da rein. Und ich nehme mal eben ein Schlückchen Kaffee. So. Wunderbar. Herrlich. Ja, dann würde ich sagen, wir können die Geschwindigkeit nochmal eben ein bisschen hochsetzen. Wir müssen mal kurz gucken, wo Onbo denn so gerade hinlatscht. Okay, das sieht erstmal ganz gut aus. Hier würde er was zu futtern bekommen. Da könnte er sich ganz weich zur Ruhe betten. Gucken wir mal, was letzten Endes wird. So, wir bauen einmal die Kundschafterhütte. Die können wir sehr gut gebrauchen. Die setzen wir mal hier unten hin. Zack. Denn da können wir dann mit der Kundschafterhütte die bereits angesprochenen Orte hier besuchen. Siedlungsruinen, Steinbruch und so weiter und so fort. Da werden wir natürlich dann mal unsere Kundschafter hinschicken. Das kostet uns auch Holzbretter und Steinplatten. Von denen brauchen wir natürlich jede Menge. Hier ist jetzt noch niemand drin. Ist aber nicht so wild. Wir können aktuell sowieso noch nicht anbauen, was ich gerne anbauen würde. Aber wir können schon einmal hier das Feld drüber ziehen. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch einen zweiten Bauernhof daneben bauen. Oder ob wir den hier komplett besetzen können. Und dann damit
Ach, guck mal. Hier. Rübe, Kaktus, Rübe, Kaktus. Okay, aber wo sind denn die Kräuter? Moment mal. Landwirtschaft? Forschung ändern. Nein. Landwirtschaft, so. Tomaten, Windmühle? Moment mal. Dorfarzt? Musste man nicht Kräuter beim Bauernhof anpflanzen oder macht das der... Moment, nee, das ist der Kräutersammler. Hier, der Kräutergärtner ist das. Ja, Mensch. Das war ein anderes Gebäude, siehst du? Dann werden wir doch einfach mal hier den Kräutersammler direkt da drüber setzen. Den brauchen wir nämlich. Den brauchen wir recht dringend. So, jetzt fröhlich gebaut, gebaut, gebaut. Hier, das können wir einmal dicht machen. Brauchen wir nämlich nicht. Wir können sowieso eigentlich mal den hier auch einmal dicht machen. Wir haben einfach zu viel zu futtern. So, Onbo hat sich dazu entschieden, geradeaus weiterzulaufen. Oha, hier sehen wir jetzt allerdings schon die Wüste. Wüste ist schlecht. Wüste bedeutet Trockenheit. Wüste bedeutet Durst. Dann können wir nochmal überprüfen, wie viel Wasser haben wir denn aktuell? 302 mal Wasser. Das ist relativ viel. 302 mal Wasser ist recht viel sogar, würde ich sagen. Wir können noch mal ein bisschen was sammeln. Hier sind wir voll, da sind wir auch voll. Heißt, wir sollten den hier, sollten wir noch mal bauen, würde ich vorschlagen. Hier sind wir noch nicht voll, das ist gut. Aber wenn wir den hier noch fertig bauen, dann sollten wir mehr als genug Wasser haben. Weil wir jetzt so viel Wasser nicht mehr sammeln werden, bevor wir in die Wüste kommen. Das Gute ist, dass wir hier aber dann weitere Nomaden dazu bekommen. Sehr schön, da freue ich mich doch auf die nächste Folge. Leute, ich bedanke mich für eure Zeit, Likes und Kommentare. Wir sehen uns in der dritten Folge der zweiten Staffel von The Wandering Village. Macht's gut, tschüss.